Auftakt des Inklusionsfußballcamps in Kruft in der Eifel. Zum sechsten Mal veranstaltete die DJK Kruft-Kretz ein Inklusionscamp, dieses Mal mit einer Rekordzahl von 120 Spielern aller Altersklassen. Gleich zu Beginn galt es, auf Tuchfühlung gehen, Berührungsängste abbauen. Für die meisten hier gar kein Problem. Aber gerade die Menschen mit Behinderung haben da wenig Berührungsängste. Und das war eher eben, die sind ja direkt auch drauf angesprungen und haben die anderen mitgeholt. Und dann hat man direkt so ein Team-Spirit da, darum ging es eigentlich. Und ich glaube, wenn es um die sozialen Kompetenzen geht, da sind die Menschen mit Behinderung und mit der Wertehaltung, da sind die uns deutlich voraus. Und mit der Ehrlichkeit, mit der spontanen Freude, mit diesem Naiven, was der Fußball auch braucht, da sind die uns um Längen voraus. Und deshalb haben wir das eben auch gemacht. Inklusion, das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Kruft ist dafür eine bekannte Adresse. Durch ein gewachsenes Netzwerk zwischen den Vereinen der Region mit Schulen, Behindertenwerkstätten und Wohnheimen kennt man sich seit Jahren und freut sich aufeinander. So fragen die Einrichtungen schon mal beim Verein nach, wann denn wieder eine Fußballveranstaltung mit Inklusionscharakter geplant ist. Die Freude liegt auf beiden Seiten, im Verein und bei den Gästen. Aber was an diesen Begegnungen ist eigentlich so besonders? Die sind sehr zurückhaltend, aber wenn man dann mal auf sie zugeht und sich vorstellt und den Namen sagt, dann öffnen die sämtliche, wie soll man sagen, Tore und sonstige Vorurteile werden auf die Seite geschoben und dann wird das Herz ausgeschüttet. Also man erfährt alles. Und dann ist es auch wie der beste Freund, ja? Die rennen einem hinterher und wollen alles wissen und ja, ist schon toll. Ja. Gute Kameradschaft und kann man gut zusammenarbeiten mit den ganzen Leuten hier. Ja, der Zusammenhalt hier mit den Leuten und da das wie ein Familientag so ist, da trifft man die Leute von damals zu Wertsgefährten und sowas, so wie der Rainer ja immer sagt, und die einen kennen und sowas. Und das finde ich schon toll. Und was hier schon in unserer Nachbar auch geleistet wird, dass man dabei sein kann und da drin ist. Ich finde das klasse. Und so, da muss ich denen immer ein Lob aussprechen. Ja, hier sind Behinderte und nicht so Behinderte. Da kann man Freundschaften kennenlernen. Die Geistesbehinderte konzentrieren sich auf jeden Fall, geben sich Mühe und kämpfen. Und das finde ich cool und so. Ja, die zeigen was und so. Ja, ist schön. Wir haben alles das hier vor Ort, was irgendwie den Fußball kennzeichnet. Vom E-Jugendspieler bis zum 65-jährigen alten Herrenspieler. Und das will ja auch Inklusion. Eigentlich, dass gar nicht unterschieden wird nach Handicaps, sondern einfach, dass man es zusammen macht. Vielleicht ist das Geheimrezept der Krufter. Oder wie würde es der Organisator beschreiben? Worum geht es bei der Inklusion? Es geht um Wertehaltung des Sportvereins, es geht um Wertehaltung unter Sportlern. Lebensfreude, Lebensqualität, Fußball pur, Chancengleichheit, Berührungsängste frei, weg vom Leistungsgedanken, Selbstbestimmung, Wertschätzung, Engagement. Es geht natürlich um Ehrenamtlichkeit und es geht auch um Sensibilisierung der Sportler, die da sind. Und es geht auch um die gesellschaftliche Kraft, die der Fußball einfach hat und deren wir Ehrenamtler und wir Fußballer uns eigentlich immer wieder bewusst sein müssen, welche Kraft der Fußball eigentlich hat. Und das sehen Sie ja hier auch. Apropos Ehrenamt. Zu Ehrenamt passt eher würdig. Bereits auf Bundesebene wurde Rainer Blewe für sein Engagement in Sachen Inklusion geehrt. Und auch der DFB ehrte Blewe gleich an Ort und Stelle seines Wirkens auf dem Inklusionscamp. Die Auszeichnung an diesem Tag, die Aufnahme in den DFB Club 100 für sein Engagement für die Inklusion. Blewe hat über den Bereich Inklusion, Fußball mit Behinderten jetzt schon über mehrere Jahre hervorragende Leistungen gezeigt, hervorragende Ergebnisse, aber auch bei Sterne des Sports mit vorne dabei. Und insofern ist er fast schon so eine Art Symbol für diesen Bereich Behindertenfußball, Behindertensport. Und deswegen ist es auch der das wirklich von Herzen verdient hat. Wir erleben ja, dass Fußball alle Menschen begeistert. Egal, Männlein, Weiblein, Kinder, Alte, Behinderte, Nichtbehinderte. Und ich habe in der eigenen Zeit, in der ich mich hier im Fußballverband aufhalte, immer wieder erlebt, dass vor allen Dingen Behinderte sich wahnsinnig freuen, wenn sie mit Fußball irgendwie in Berührung kommen. Ob das jetzt so ist, dass sie mal ein Spiel besuchen können oder auch, dass sie selber spielen. So gibt es eine ganze Reihe von Gruppen, die auch selber Fußball spielen. Die werden voll akzeptiert, spielen voll mit und werden getröstet, wenn es nicht klappt.
Und das ist die Inklusion, dass sie eben den Fußball nicht nur am Bildschirm oder in dem Stadion miterleben. Also da gibt es schon unheimlich viele Entwicklungen, die in der Regel nicht so in die Öffentlichkeit dringen, ist ja klar. Und deswegen ist es so wichtig, dass man Leute, die sowas machen, auch wirklich ehrt und entsprechend in den Mittelpunkt stellt, um auch für die Inklusion was zu tun. Im Mittelpunkt des Camps sollten aber eindeutig die Spieler stehen. Bei den Einheiten ging es primär um Aktionen, die mit einem Abschluss auf ein Tor gekrönt waren. Ganz bewusst so installiert, geht es doch um das gute Gefühl, um das Erfolgserlebnis bei den Spielern. Für morgen ist auch noch mal so ein bisschen, dass wir mal gucken, wie hat die Muskulatur das verkraftet. Sie müssen sich vorstellen, also gerade die Schüler von den Förderschulen, die sind das auch nicht gewohnt, 3 Stunden Programm zu haben und dann 5-mal eine Schusstrainingübung zu haben. Das werden die morgen schon merken. Deshalb werden wir morgen gerne so ein bisschen den Relax-Teil machen. Aber dann auch wieder mit dem gemeinsamen Mittagessen schließen und auch einen gemeinschaftlichen Punkt zum Abschluss setzen. Und vielleicht habe ich noch so die Hoffnung, dass wir es im September vielleicht hinkriegen, zusammen mal ein Fußballspiel nach Mainz und nach Kaiserslautern gucken zu fahren, dass sich die Leute dann im zweiten Step noch mal wieder treffen. Dann wäre es rund. Stellt euch vor den Weg!